Bibe, Lude, Veni. Sauf, Spiel, komm. So steht es zur Zeit Jesu auf den Gräbern, liebe Schwestern und Brüder. Der Sinn des Lebens in drei Schlagworten zusammengefasst. Bibe, Lude, Veni. Trink dir ein, ruhig über den Durst, spiel, was du kannst. Das Leben ist ein großes Spiel, das Rad dreht sich, wenn du willst, immer schneller und dreh mit, wenn du kannst. Und schließlich, was bringt es denn? Komm, hier ist die Endstation. Unser Mann in der Beispielgeschichte Jesu heute sagt es eigentlich wörtlich genau so. Iss und trink, ruh dich aus, freu dich des Lebens. Er hat ein Morgen im Blick, aber das Übermorgen vergessen. Wenn wir so etwas hören, wenn wir dem Evangelium folgen, dann stehen wir Christen immer in einer großen Gefahr. Nämlich bei unseren Zeitgenossen oder vielleicht auch bei uns selber, je nachdem, wie wir religiös sozialisiert sind, Stirnrunzeln hervorzuheben. Sind sie da nicht wieder, die Christen, allen voran die Katholiken, die großen Spielverderber? Die, die eigentlich mit den Gaben des Lebens nicht umzugehen wissen, die nichts von Lebensfreude und schon gar nichts von seinem Genuss verstehen. Die Miesepeter, das lebensfeindliche Christentum. Ist das richtig so? Können wir wirklich das Evangelium daraufhin reduzieren oder müssen wir nicht tiefer sehen, was Jesus sagen will? Und zwar nicht, um all die unangenehmen Sätze aus dem Evangelium herauszustreichen oder sie ganz weich zu spülen, sodass sie alle annehmen können. Jesus weiß, harte Sätze zu sagen, wenn es angebracht ist. Aber bei Jesus selber sehen wir auch, dass er selber kein Kostverächter war. Er kennt auf der einen Seite die radikale Askese und den Verzicht und auf der anderen Seite sehen wir ihn, dass er sich einladen lässt zu Gastmählern, wo wir ihn immer wieder im Evangelium antreffen, wo auch er es sich gut gehen lässt. Ist das nicht genau wie das Beispiel Jesu, die Grundspannung, in die wir hineingestellt sind? Zwischen Lebensfreude und Lebensgier die Unterscheidung zu sehen, eine angemessene Lebenssicherung und einem nichtigen zu viel? Wie leben wir? Wie gestalten wir das? Ich weiß das wohl, dass Eltern sagen, naja, wenn man für sich alleine ist, kann man das besser gestalten. Aber wir müssen was zurücklegen, damit die Kinder eine Ausbildung machen können, damit sie vielleicht studieren können. Das wird ja auch alles nicht einfacher. Kann man da einfach sagen, bau dir eben keine größere Scheune, weil es kann eh morgen zu Ende sein. Wer von uns lebt so oder hält es aus, so zu leben? Auf der einen Seite sollen wir ja gerade dieses Morgen und Übermorgen nicht aus dem Blick verlieren. Weil es kann morgen der Tod sein und übermorgen die Begegnung mit dem lebendigen Gott, der uns annimmt, aber auch Rechenschaft fordert für unser Leben. Auf der anderen Seite sollen wir aber genau hier und jetzt im Heute leben. Jeden Morgen zu Beginn des Stundengebetes wird es uns hier in dieser Kirche und klingt es durch dieses Gemäuer und hoffentlich darüber hinaus. Heute hörtet ihr auf seine Stimme. Verhärtet euer Herz nicht, sondern macht mit dem heutigen Tag etwas. Die große Gefahr, die besteht, ist, dass wir das Heute gegen das Morgen ausspielen. Wer heute konsequent lebt, und Jesus sagt das öfter, der morgige Tag hat Sorge und Plage genug, sieh auf das Heute. Wie schnell, und ich weiß das von mir, verschiebe ich Dinge lieber auf morgen. Unangenehmes allzumal. Gespräche, Klärungen, Dinge, die einem vor den Füßen liegen, die man lieber mit so einem sachten Tritt beiseite schiebt, damit man nicht drüber stolpert. Daraus werden riesige Berge. All diese Dinge verhindern ein richtiges Morgen.
Sie wenden uns zurück in die Vergangenheit, statt uns nach vorne, wie das Christen sein sollen, offen zu halten. Im Blick auf morgen und übermorgen. Wir sollen im Heute bewusst leben und wissen, dass wir angenommen sind und dass Gott für uns sorgt. Das ist eine riesige Zumutung. Das klingt so nach einem frommen Satz, den man heute auf einem Kalender lesen kann. Sorge dich nicht, lebe. Das klingt ganz toll und da sind schöne Bergprimelchen daneben abgebildet und denkt man, ist doch einfach großartig. Und in all dem Stress, in all dem Kram, der uns umgibt, wo wir uns abstrampeln wie die Hamster im Rad, gibt uns ein solcher Kalenderspruch vielleicht ein bisschen Trost. Aber helfen tut er uns nicht, dass unser Tag, unser Leben, unser Inneres anders aussieht, wirklich entlastet ist, nämlich das lernt, was Jesus meint, auf Gott zu vertrauen. Auch das ist kein frommer Spruch, sondern eine sehr, sehr konkrete Übung. Wenn Jesus in der Bergpredigt davon spricht, dass wir uns nicht Sorgen machen sollen um Kleidung, um Nahrung, wenn er uns im Vater unser, wie wir es vor 2 Wochen noch hörten, beten lässt, um das tägliche Brot, wörtlich um das Brot, das wir für heute brauchen, dann ist Jesus die Gestalt schlechthin, die ganz aus dieser Sorge, aus diesem grundvollen Gottvertrauen lebt und deshalb auf alles andere verzichten kann. Jesus ist das große Experiment des Menschen, der sich ganz Gott unterstellt, ganz ihm vertraut, ganz sich in seine Hand gibt und sich ihm überlässt. Ob wir das auch schaffen? Ob wir auch nur annähernd ein solches Vertrauen lernen? Das Evangelium ermutigt uns heute dazu, auch mit dieser Geschichte und dem Mann, der für morgen plant, ein schönes, ruhiges Leben und es dann nicht mehr mitbekommt, weil er schon tot ist. Das Evangelium lädt uns ein, dass wir das Heute ernst nehmen. Aus dem Heute leben. Und im Heute schon, wenn wir das ernst nehmen, Zukunft gestalten. Es stimmt, dass wer das Heute ernst nimmt, immer schon nach dem Morgen ausgreift. Es gibt eine schöne Begebenheit von Augustinus, der im Umgang mit einem heretischen Bruder merkt, er kann ihm keinen Trost mehr bieten. Augustinus schreibt: Wir versuchten, diesen Mann mit dem Wort Gottes zu trösten, aber er war keine dieser weisen Ameisen, die während des Sommers sammeln, was sie brauchen, um im Winter davon zu leben. Wenn es ruhig ist, sollten die Menschen das Wort Gottes sammeln und es im Innersten ihres Herzens aufbewahren, so wie eine Ameise die Früchte der Arbeit des Sommers in der innersten Kammer ihres Baus verbirgt. Ist sie während des Sommers untätig, dann gerät sie in Schwierigkeiten, wenn der Winter kommt. Wenn sie dann in ihrem Bau nicht das hat, was sie braucht, um sich davon zu ernähren, wird sie unweigerlich Hungers sterben. Der Mensch, von dem ich hier spreche, so Augustinus, hatte Gottes Wort nicht gesammelt, sodass er, als der Winter kam, nicht fand, wonach er suchte. Er besaß nicht das Mittel, sich von Gottes Wort trösten zu lassen. Er trug nichts in sich. Es gibt also einen verschiedenartigen Reichtum. Und Jesus sagt es heute deutlich. Der Sinn des Lebens besteht nicht darin, in allem möglichen Überfluss zu leben. Nichtige Lebensgier. Das heißt nicht Lebensverachtung. Das heißt nicht, sich nicht freuen können, sondern gerade dann, wenn wir einen Tag haben und in seinem Heute leben, der gut ist, wie viele wirklich gute Tage haben wir so in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr? Wirklich dieses Heute mitzunehmen und es in Beziehung zu stellen zu dem, was von Gott auf uns zukommt, damit wir, wenn der Winter kommt, damit wir in den schwierigen Phasen etwas zuzusetzen haben. Dies heißt nicht Scheunen abreißen, neue bauen, sondern uns auf den einlassen, der uns am Leben hält. Ohne dessen Gedenken wir keinen Augenblick im Dasein wären. Ohne Gott
uns ganz auf ihn auszurichten, auf ihn zu hören und ihm zu vertrauen.